Moin Leute, und heute soll ich euch einen richtig heftigen Money Glitch After Patch 1.53. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, möchte ich echt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen und für die Leute, die mich doch überhaupt gar nicht kennen, abonniert mich, sonst bleibt ihr leider immer arm in GTA Online. Aber ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt mit dem Glitch an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Naja, ihr braucht für diesen Glitch einen MOC. Im MOC, im dritten Teil, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch eine Arena-Werkstatt. In der Arena-Werkstatt habt ihr das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, nehmt ein Easy aus der Arena-Werkstatt, denn der bringt einfach am meisten mal diesen Glitches. Außerdem braucht ihr auch noch zwei Random-Fahrzeuge, die ihr benutzen könnt. Aber Achtung Leute, diese zwei Fahrzeuge verliert ihr nicht bei diesem Glitch. Das bedeutet, ihr könnt da wirklich eigene Fahrzeuge dafür nehmen. Es ist völlig egal, welche zwei Fahrzeuge ihr noch zusätzlich in der Arena habt. Außerdem, Leute, braucht ihr auch ein Auto, was ihr verlieren könnt. Sprich, ein Elegy oder ein Faccio-Roller. Also in meinem Fall nämlich ein Faccio-Roller, da man den später über das Interaktionsmenü von MC President bestellen kann. Aber es ist generell nebensächlich, Leute. Denn dieses Fahrzeug muss natürlich irgendwo auch stehen. Es ist völlig egal, wo es steht. Aber wichtig, falls ihr auch ein Motorrad nimmt, so wie ich, es darf nicht im Clubhaus stehen. Wirklich wichtig, Leute. Außerdem braucht ihr auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Wenn ihr alles habt, können wir auch schon direkt loslegen. Denn ihr geht jetzt mit eurem Freund in eine Einladungssitzung. Und Leute, es ist wirklich wichtig, dass es eine Einladungssitzung ist. Ihr beide seid jetzt vor eurer Arena. Ihr geht jetzt in eure Arena rein. Seid ihr in eurer Arena drinne, ladet jetzt euren Freund in eure Arena ein. Habt euren Freund in eure Arena eingeladen, geht jetzt aufs Handy, geht auf schneller Job, geht auf Aktivitäten und wählt euch irgendeine Aktivität raus. Und Leute, sehr wichtig, ihr geht auf alleine beitreten. Denn jetzt müssen wir kurz warten, bis unten steht, Lobby wird gefüllt. 1 von 2, 1 von 4, ist generell auch egal. Sobald das da steht, seid ihr ready. Denn euer Freund, wir switchen jetzt die Ansicht, denn der muss jetzt in einen gewissen Modus reinkommen, damit er euch bei diesem Glitch unterstützen kann. Sprich, euer Freund geht jetzt aufs Handy, geht jetzt auf Jobliste und geht dann auf eure Einladung für die Arena. Aber er betritt sie jetzt nicht, nein, er geht nur auf die Einladung drauf, sodass er nur einmal X drücken müsste, um die zu bestätigen. Das bedeutet, er geht jetzt, sobald er es gemacht hat, ins PSN-Menü und tritt euch jetzt bei. Also sprich, in meinem Fall, ich gehe so aufs Profil von meinem Freund und trete ihn jetzt bei. Aber Achtung, Leute, sobald ihr ihn jetzt beitritt, müsst ihr X spammen, was das Zeug hält. Also wirklich, ihr müsst einfach X spammen, was das Zeug hält. Es ist keine schwere Timing-Sache, aber ihr müsst es trotzdem tun. Denn ihr werdet auch gleich sehen, warum. Ihr bekommt einen kleinen verpackten Ladescreen und werdet wieder draußen spawnen, obwohl ihr eigentlich die Einladung angenommen habt für beide Sachen. Ihr habt jetzt eine verpackte Minimap. Wenn alles funktioniert hat. Das bedeutet, ihr seht jetzt zwar eure Minimap, aber ihr seht nicht mal die Karten auf der Minimap. Und das braucht ihr, Leute, denn jetzt seid ihr in dem Modus, wo euer Freund es richtig gut glitchen kann. Denn jetzt switchen wir wieder die Ansicht zu uns halt und können jetzt glitchen. Das bedeutet, wir gehen jetzt aus der Aktivität raus und können jetzt anfangen. Denn als erstes nehmen wir irgendein random Auto und fahren raus. Und ganz wichtig, Leute, es darf nicht euer Auto sein, was ihr euch duplizieren wollt. Also wirklich nur ein random Auto und wie gesagt, Leute, das Auto verliert ihr nicht. Ich habe es hier irgendein Straßenfahrzeug genommen und habe es jetzt rausgefahren. Seid ihr dann jetzt draußen gespawnt, kann euer Freund jetzt einfach ins Auto einsteigen und er bleibt jetzt auch da drin sitzen. Das ist auch ganz wichtig, Leute, er muss drin sitzen bleiben über den Glitch. Denn ihr geht es wieder zu Fuß in eure Arena wieder rein und ganz wichtig, Leute, natürlich immer alleine eintreten. Seid ihr wieder drinne, geht jetzt in irgendein anderes random Fahrzeug. Jetzt ist es auch egal, welches Fahrzeug ihr nimmt. Also in meinem Fall nehme ich jetzt ein Elegy, es ist wirklich völlig egal, welches Fahrzeug an dieser Stelle. Denn als nächstes steigen wir jetzt einfach in das Fahrzeug ein. Jetzt kommt ein kleiner Timing-Part, aber der ist nicht so schwer, Leute. Denn ihr müsst jetzt die rechte Pfeiltaste drücken und sofort eine Sekunde später die Optionstaste. Also sprich, ihr geht in die Tuning-Garage rein, drückt aber direkt die Optionstaste. Wenn ihr das gemacht habt, Leute, müsste sich das Optionsmenü geöffnet haben. Und mehr sollte auch nichts passiert sein. Das ist wichtig, Leute, mehr muss nicht passieren. Habt ihr das jetzt hier so wie ich? Haltet ihr jetzt die untere Pfeiltaste gedrückt. Solange ihr die untere Pfeiltaste gedrückt haltet, könnt ihr jetzt das Optionsmenü schließen und ihr könnt jetzt, während ihr immer noch die untere Pfeiltaste gedrückt haltet, natürlich die R2-Taste mal ausprobieren. Und ihr werdet schon sehen, Leute, ihr könnt in eurer Arena rumfahren, ohne rauszufahren aus der Arena. Und sobald ihr gesehen habt, jo, das funktioniert, könnt ihr auch die untere Pfeiltaste wieder loslassen. Denn jetzt habt ihr es geschafft, dass ihr mit euren persönlichen Fahrzeugen in eurer Arena rumfahren könnt. Falls ihr mal ab und zu mal zurück auf den Stellplatz packt, kein Problem, passiert manchmal. Aber gut, egal, machen wir es mal weiter, denn wir müssen dieses Fahrzeug, was wir jetzt hier haben, am Garagentor einklemmen. Das bedeutet, wir
Fahren ist jetzt gegen die Wand mit der Fahrertür oder Beifahrertür. Es ist völlig egal wie rum, Hauptsache eine Seite wird eingeklemmt. Denn jetzt steigen wir aus und nehmen wieder ein anderes Fahrzeug und fahren es dann auch wieder gegen das Fahrzeug, sodass alle Türen von diesem Fahrzeug blockiert sind. Das hat den Zweck, dass wir uns jetzt rein und raus teleportieren können, so wie ihr es hier gerade seht. Denn wenn wir das haben, Leute, kommen wir jetzt eigentlich zum richtigen Timing-Part. Denn ihr habt ja jetzt getestet, dass ihr euch rein und raus teleportieren könnt. Jetzt geht hier zum Tor. Wenn ihr zum Tor geht, werdet ihr oben das Menü haben, dass ihr die Arena verlassen könnt. Oder Werkstattebene 1 und 2, ist auch generell egal. Denn wir müssen jetzt auf Verlassen gehen. Aber nicht bestätigen, Leute. Nur auf Verlassen gehen, dass wir die Anzeige auch verlassen haben. Denn jetzt müssen wir wirklich gleichzeitig, ich betone das Wort gleichzeitig, wir müssen jetzt gleichzeitig Dreieck und X drücken. Das bedeutet, wir bestätigen, dass wir jetzt rausgehen, aber gleichzeitig teleportieren wir uns ins Auto. Und Leute, das sieht dann wie folgt aus. Ich mache das jetzt einmal, zack, zack, bumm. Und ihr seht auch schon, ich bin im Auto draußen gespawnt. Wunderbar, hat alles funktioniert, denn jetzt steigt ihr aus, lauft ein paar Meter weg und öffnet euer Interaktionsmenü, werdet MC-Präsident und bestellt euren Fatschi-Roller, in meinem Fall. Falls ihr es mit einem normalen Auto machen wolltet, dann müsst ihr, glaube ich, ein bisschen weiter weglaufen und dann Mechaniker anrufen. Sollte auch funktionieren, habe ich aber nicht probiert, nur so als Info. Denn jetzt habe ich meinen Fatschi-Roller bestellt. Und Leute, ihr müsst nicht auf die Bestellung warten, das wird nicht geliefert. Ihr werdet das nicht sehen. Denn jetzt geht er wieder zu Fuß in eure Arena zurück rein. Und Achtung Leute, natürlich immer noch alleine beitreten. Ganz wichtig, dass ihr auf alleine beitreten geht. Denn als nächstes müssen wir ins Auto einsteigen, was wir uns duplizieren wollen. In meinem Fall ist es der Easy aus der Arena-Werkstatt, den ich euch natürlich auch empfehle zu dupen. Denn jetzt Leute, wenn ihr die R2-Taste drückt, werdet ihr sehen, dass ihr jetzt auch sofort in der Arena rumfahren könnt, ohne irgendwas zu machen. Denn jetzt müssen wir unser Auto einklemmen, was wir uns duplizieren wollen. Sprich, falls mit dem Izzy wieder gegen das Garagentor mit irgendeiner Seite. Es ist völlig egal, ob Fahrer- oder Beifahrerseite. Steigen aus, suchen uns jetzt ein anderes Auto und klemmen es jetzt wieder ein. Soweit so gut, soweit so einfach. Denn jetzt müssen wir wieder testen, ob wir uns rein oder raus teleportieren. Wir drücken jetzt mal Dreieck und wir werden auch sehen, zack, rein teleportiert und zack, raus teleportiert. Okay, top. Jetzt müssen wir das gleiche wieder mit dem Tor machen. Das bedeutet, wir gehen jetzt wieder zum Ausgang, wo wir oben die Menüleiste haben, zur Arena verlassen. Und müssen jetzt hier wieder Dreieck und X gleichzeitig drücken, Leute. Wirklich gleichzeitig. Wenn das funktioniert hat, Leute, müsst ihr jetzt mit eurem Fahrzeug draußen spawnen, was ihr euch duplizieren wollt. Wie gesagt, in meinem Fall der Easy. Hat das funktioniert, Leute? Top. Denn als nächstes öffnet das Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeuge und bestellt euer MOC zu euch. Habt ihr euer MOC zu euch bestellt, könnt ihr eurem Freund sagen, ey yo, kannst aussteigen. Ihr werdet auch sofort sehen, sobald euer Freund ausgestiegen ist, dass das Fahrzeug sich despawnt. Und wie gesagt, Leute, das Fahrzeug verliert ihr nicht. Keine Sorge, auch wenn es jetzt despawnt ist, das Fahrzeug habt ihr safe noch. Denn als nächstes fahren wir mit unserem Izzy zum MOC und fahren hinten rein, um es abzuspeichern. Denn das Fahrzeug, was wir gerade drinnen sitzen, ist schon unsere Kopie. Ihr habt es gar nicht gemerkt, aber es ist so, Leute. Denn der Izzy, den wir gerade fahren, hat den Stellplatz in meinem Fall vom Fatschi-Roller übernommen. Deswegen müssen wir kurz in MOC reinfahren, um das abzuspeichern. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dieser Schritt. Sonst verliert ihr euer Duplikat. Habt ihr euer Duplikat abgespeichert, ist der Glitch an sich zu Ende. Ich werde euch zeigen, dass ich das Auto jetzt wirklich dupliziert habe und nicht irgendwie Fake-Glitches gemacht habe oder sonst irgendwas. Aber generell war es das schon. Ihr könnt jetzt direkt weiter glitchen ab dem Punkt, wo euer Freund schon in den Modus reingekommen ist. Also sprich, wo er mit einem irgendeinem random Auto rausfährt und er einsteigen muss. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Gut, am Ende zeige ich jetzt auch noch, was mein Duplikat bringt. Also mein Vater hat Duplikat jetzt ca. 1,7 Millionen GTA-Dollar gekostet, bei ca. 7 Minuten Aufwand ist zu duplizieren. Also Leute, eigentlich ein ziemlich gutes Geschäft. Und weil das so ein ziemlich gutes Geschäft ist, Leute, würde ich sagen, ihr liked mal dieses Video auf Teufel komm raus. Und für die Leute, die mich auch immer noch nicht abonniert haben, Leute, ihr wollt auch kein Geld haben, GTA Online, oder? Aber egal, Leute, ich bin mal raus. Euer Bombard. Ciao.